Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir haben heute den 23. Dezember, morgen ist Weihnachten und das heißt, die nächste Folge wird eine super duper lange Folge. Wahrscheinlich eine Dreiviertelfolge, mal gucken. Also auf jeden Fall, das ist mein Quartier, hier bin ich verkehrt. Muss ich eins weiter hoch? Nee, das geht's nach Himmelsrand. So, habe ich die für Tanja? Super, ich bin im falschen Haus gegangen. Wow, der lädt aber schnell. Hä, sag mal. Ich habe glaube ich richtige Quest, ne? Ja. Jetzt mache ich das Quartier. Ach, das ist auf der anderen Seite, ne? Aber da geht's doch genauso rum. Arcaneum. Ah, okay. Na, ich hab's verstanden. Hallo, ich hab das Buch. Ich bin kein Mann großer Worte, aber ich hätte womöglich alles verloren. Ja, ja, ich hab noch ein Meer von Chalidors Werk gefunden. Ausgezeichnet. Ich beginne mit der Übersetzung. Es sollte nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Abgeschlossen. Fragen wir doch einfach, ne? Seid ihr vorangekommen mit der Übersetzung von Chalidors Werk? Ich habe gerade erst damit begonnen. So schnell geht das nicht. Oh. Naja, ich hätte ja gedacht, ne? Quest. So. 21, 22, 23... Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Seid ihr mit der Übersetzung fertig? Ich habe gerade erst damit begonnen. Tschüss. So schnell geht das nicht. Dann. Der wird dann auf mich zukommen. Dann wollen wir mal den markieren und. Haben natürlich keine. Onmuts, bitte, nehmen wir mal diese her. Meruns Klinge. Das klingt interessant. Silus Vesius hat mir ein Angebot unterbreitet. Ich soll ihm 3 Bruchstücke von Meruns Klinge beschaffen und erhalte davon eine Belohnung in Gold. Der Kanauf befindet sich derzeit im Besitz von Draskur Gunsul, hat die zerbrochene Klinge und Jorgen nennt das Heft sein eigen. Fleisch und Blut. Ne, und das möchte ich gerne jetzt haben. Wo geht's eigentlich? Da entlang? Rand des Himmels. Also, da oben? Also um in das Arcaneum zu kommen, also die Bibliothek, muss man erstmal durch mein Quartier durch. Wie unsinnig ist das denn gebaut, bitte? Himmelsrand. Gut, wir gehen nochmal nach draußen. Bin mal gespannt, wo es da entlang geht. Wie weit sind die verstreut? Wir haben da links in Mortal haben wir einen. Mortal waren wir zum Glück schon mal. Mortal Kombat. Wo haben wir denn die weiteren? Einer ist... Ach du Scheiße, wo ist denn der andere? Der ist in Ball da. Der ist ganz weit weg. Da haben wir ein Problem. Denn wenn wir das abgehen, werden wir ratzfatz neue Quests kriegen. Dann würde ich mal lieber sagen, gehen wir nach Rift und treiben Helgas Schulden ein, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen dahin. Nee. War schon richtig so, Rifton. Jenen, durch deren Adern das Blut des Werwolfs fließt, bleiben jegliche Schlaferholungsboni verwehrt.
Der Schlachterfisch. Der schlachtet die armen Fischer. So, es ist dunkel. Eigentlich genau der falsche Weg. Dann wollen wir mal warten, bis es Tag wird. Kann ich eigentlich auch mehr, so. Dum 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 dum. Ach, das ist diese dämliche Diebesgilden-Quest, ne? Ja, dann haben wir da zumindest diesen Kram weg. Helgas Bunkhaus. Mal gucken, wie es hier dann endlich weiterläuft. Hier übrigens lohnt es sich, das Amulett von Libella anzuziehen wegen Redekunst. Also mache ich das auch. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Fragt so viel ihr wollt. Ach, so scheiße. Wie soll ich sie dann konfrontieren? Dann könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Ich glaube, ich hole mir mal Unterstützung von der Diebesgilde selbst. Der andere ist hier drüben. Da muss man ein bisschen Gewalt anwenden bei dem hier. Der sagte doch irgendwie... Was sagte er? Es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt bitten zu gehen. Sagt Brynjolf, er wird ohne mein Geld auskommen müssen. Boah, wird er wohl, ne? Nee, keine Magie anwenden hier. Ich kann nicht zahlen. Ich kann nicht. Das kann doch nicht sein. Ich kann nicht zahlen. Ich kann nicht. Das kann doch nicht. Zuck. Wenn ich das Geld hätte, würde ich zahlen. Das ist völlig unnötig. Wieso, da liegt doch Geld. Du das lügst. Das kann doch nicht sein. Bitte. Ich habe doch nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Macht meine Urne nicht kaputt. Zu spät. Das kann doch nicht sein. Zu spät. Nein. Diese Urne war unbezahlbar. Tja, ups. Möchtet ihr, dass ich noch etwas kaputt mache? Ist ja schon gut. Ich werde ab jetzt rechtzeitig zahlen, aber schlagt nichts mehr kaputt. Hier, nehmt euch euer Gold und lasst mich in Frieden. 100 Gold hinzugefügt. Okay, ein weniger. Dann haben wir nur noch Helga, ne? Helga ist ein Problem. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Hui. Lob. Hier gibt es schönsten Schmuck und Erlesene. The Red Way. Der Rattenweg. Ich hole mir mal Hilfe. Übrigens, ich korrigiere mich, wir haben nicht den 23. Dezember, wir haben den 22. Entschuldigung. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil ich habe ja eine Fehlaufnahme gemacht, beziehungsweise versehentlich die Aufnahme unterbrochen. Und da, ja, Ups, Entschuldigung, verzählt. Naja, macht ja nichts. Da habt ihr halt eine Folge mehr zwischen Weihnachten. Ist doch gut. Ich dachte kürzlich übrigens, ich habe tatsächlich jetzt die letzte Folge. Schade. Alter, ist das... Boah, ist das dunkel hier. Was war das denn für ein Ton? Der war eklig. Was hast du denn? Mach keinen Ärger, sonst gibt es Ärger. Halt's Maul. Eine Warnung. Meister des Schleichens war's, wenn ich euch noch... Dann könnt ihr lesen.
Alles erledigt. Habt ihr schon etwas für uns? Ich habe ihm das Paket gegeben, wie ihr es gesagt habt. Ach, da bist du. Was ist Helgas Geschichte? Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Ah. Hier ist Bersis Bezahlung. Ich habe bezweifelt, dass er zur Einsicht kommen würde. Aber ihr habt es ihm erklärt. Gut gemacht. Ich will ihn so dermaßen die Hackfresse polieren. Oh, ich gehe gleich mal offscreen gucken, was, wie ich die Diebesgilde vernichten kann. Ich hasse ihn. Hier sein, wenn ihr fertig seid. Ich hasse ihn. Ich will ihn. Dem letzten, der Fettel Ärger bereitet hat, wurde der Schädel zertrümmert. Habt ihr schon etwas für uns? Alles Fettel mag es nicht, wenn Fremde in der zersplitterten Flasche herumschleichen. Ja, Fettel hin oder Fettel her. Ist mir vollkommen peripher. Ich bin noch nicht mal ein Mitglied in der Diebesgilde. Ach du Scheiße. Da muss ich auch noch den langen Weg nehmen hier. Das ist immer so ewig. Es dauert zum Glück nicht mehr allzu lange, weil ich ja Multisprinter bin. Aber trotzdem, ich hasse das. Stiehlt die Statue. Wie soll man die Statue stehlen? Okay. Wo ist die Statue? Die Statue von Libella. Oh. Kriegst du das mit? Ihr seid es. Bitte tut mir nicht weh. Nö, hab ich nichts. Dann soll ich die Statue in einen Brunnen werfen? Ich sage, ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr habt die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ah. Bitte, das hier ist nicht notwendig. Ich habe verstanden. Hier. Ich habe sogar die Bezahlung. Hört zu, ich habe die Botschaft verstanden. Was wollt ihr denn noch? Die gehören wohl euch. Was? Wie? Woher habt ihr die? Nein, sagt es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hört zu, das muss unter uns bleiben. Zwischen euch und mir, in Ordnung? Davon braucht sonst niemand zu wissen. Wenn es bekannt würde, dass ich in Rifton meine Künste der Dibella praktiziere, würden sie mich aus der Stadt jagen. Hier, nehmt dies und kein Wort zu einer Menschenseele. Vor allem nicht zu Svana. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich würde sagen. Hä? Tante Helga, warum erniedrigt ihr euch bei diesen Leuten, die ihr kaum kennt? Sie sind euch nicht besonders zugetan. Ich würde sagen, wir packen die Statue doch lieber wieder weg. Ach, wenn ich die finde. Müsste die nicht eigentlich hier sein? Wo ist denn die Statue von Libella? Warte mal, alles. Da. Die Statue von Libella ist weg. Die. Anscheinend ist die Statue von Libella weg. Wir haben doch nur ein wenig Spaß. Ihr seid eine. Okay. Gut, in der nächsten Folge werden wir dann weiterschauen, ne? Bis dahin. Bye, bye.